Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir den Tod mal wieder näher kennengelernt. Muss ich kurz überlegen, wo haben wir denn jetzt die andere Tür? Die andere Tür haben wir, wenn wir jetzt hier nach unten hingehen. Wir hatten ja jetzt noch so einen Schlüssel und da soll es noch mindestens eine Tür geben, die wir dann öffnen können. Hier haben wir alles erledigt beim letzten Mal, beziehungsweise wir wurden hier auch invasioniert und getötet. Mal wieder, weil ich bin so der Oberpro. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Fackel in der Hand, um diese Fackel zu entzünden. Frage ich mich halt auch, bringt es überhaupt was? Ach, jetzt kommt ihr an. Wenn wir alle Fackeln hier, die es so gibt, entzünden. Und sehen wir dann nur wieder irgendwelche Schatten, die wir dann... sag schon. Die wir töten können. Das wäre eigentlich auch noch interessant. Sowas, was wir halt da schon gesehen hatten. Verstehst du? So, und die andere Tür, die ich meinte, ist diese hier. Da haben wir auch den Soldatenschlüssel benutzt. Die Frage ist, gibt es noch mehrere solche Türen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Was bist denn du für einer? Freund oder Feind? Au. Au. Irgendwas habe ich aufgenommen, ich habe es aber nicht mehr gesehen. Weil ich wollte es aufnehmen, bevor ich sterbe. Weil ich wusste, dass ich sterbe, weil ich zu scheiße bin. Mhm. So sieht's aus. Gut. Dann mache ich mal hier Folgendes. Nehme hier mal die Fackel mit. Weil man weiß ja nie. Und zünde unten mal die Fackel an. Ob das was bringt, wie gesagt, ist eine andere Geschichte. Wie sind denn die jetzt hier immer weg? Oder kann man insgesamt Gegner nur noch so und so viel mal töten und dann sind sie für immer weg? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber... Das wird zumindest den totalen Farmspot halt rausnehmen. Ein Lebensstein, hey! Damit habe ich jetzt... Oh, 6. Das heißt, der andere hat eben auch eingedroppt. Okay. Gut, gut, gut. Na du hier, Hallöle. Au. Wow. Lass es mal. Jetzt kommt der nächste an. Meint, er wäre cool. Ist er aber auch. Mit seinem Mist. So. Den habe ich aber gezeigt, habe ich den. Nein, irgendwie nicht. Gut. Gehen wir weiter. Langsam aber sicher. So, die Angst, dass jetzt noch mehr von diesen Deppen hier kommen. Hier haben wir auch nur eine Sackgasse. Kann man da auch noch irgendwann hin? Oder sind das einfach nur Trümmer, die mir irgendwas zeigen sollen? Scheinbare Wand voraus? Nein, irgendwie nicht. Auch nicht, wenn ich hier irgendwo was drücke. Die eine scheinbare Wand müssen wir immer noch finden. Oh nein, ein Nebeltor. Daneben. Oh, da ging es aber schnell tot. Ein Lebensstein. Hey, jetzt kriege ich aber Lebenssteine hier wieder in Massen. Ich wollte ausrollen. Durfte ich nicht. Da willst du mal und dann darfst du nicht. Oh, mit einem Schlag tot? Seele eines namenlosen Soldaten und ein Lebensstein. Na dann. Haben wir sonst noch irgendwo was? So in den Ecken oder sowas? Sieht nicht so aus. Na dann, ab durch das Nebeltor. Wird bestimmt super.
Kacke. Sag ich irgendwie bei jedem was. Robocop? Oder warum leuchtest du rot zwischen deinen Schnitzgedöns? Das ist unfair, der kann fliegen! Na klasse. Und gegen sowas soll ich jetzt kämpfen? Na, ich weiß ja nicht. Au. Oh, und da treffe ich ihn nicht. Ah, okay. Nicht nach rechts ausweichen. Dann nehme ich halt die linke Seite. Wenn ich denn mal zum Ausweichen komme. Oder halt nach hinten, ist auch immer gut. Das war eine sinnvolle Rolle. Jedes Mal so ein Hit oder sowas. Das könnte jetzt etwas dauern. Das war viel zu langsam. Wir sind so träge einfach nur. Drei Schläge auf einmal. Wow. Wow. Dachte schon, es war mal tot. Jetzt aber. Ja, natürlich. Boah, okay. Aber hey, nächster Bossfight. Yay, Bossfights. Need more Bossfights. Wie ist der jetzt, der Verfolger? Er verfolgt mich. Na gut, irgendwie so ein bisschen. Ja doch, ich muss hier runter. Na, tatsächlich, die spawnen gar nicht mehr neu. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ist das so gewollt? Oder spawnen die jetzt nicht mehr neu, weil ich jetzt den einen Boss getötet habe? Und dann ab einer gewissen Zahl dann halt nicht mehr. Oder einfach nur, hä? Oh, komm schon. Really. Ja, schlag mir mit am Schild. Ist mir doch Latte. Nehmt alles mit, was ihr so habt. Jetzt droppen sie auf einmal wieder jede Menge Lebenssteine, weißt du? Und vorher so überhaupt du gar nicht. Das soll mal einer verstehen. Ich überlege auch gerade, ob ich dann gleich eine Menschlichkeit nehme oder Menschenbild oder wie auch immer, um wieder generell mehr Leben zu haben, um den Bossfight da besser schaffen zu können. Was ich mich halt auch frage ist, gibt es überhaupt irgendwas, das unseren Lebensnachlass auch wiederherstellt, außer halt das Menschenbild? Das würde mich echt mal interessieren. Nicht, dass man immer Menschenbilder verwenden muss, um halt das wiederherzustellen. Und dann ist halt die Frage, ob ich das bei der einen Tusse da immer wieder kaufen kann. Menschenbilder hat es ja, glaube ich, im Angebot. Ach, jetzt ist er sogar da runtergefallen. Muss nicht sein. Und der hat doch hier eben noch was gedroppt, oder nicht? Hm, dann nicht. Gut, dann nehmen wir mal ein Menschenbild auf. Ich weiß, ich soll sie nicht benutzen, aber hey. Irgendwie muss ich ja mal da durchkommen. Gut, das ist jetzt erst der zweite Versuch, ne? Aber trotzdem. So, und schon haben wir wesentlich mehr Leben. Wesentlich. Und können hier unser Zeug wieder einsammeln. Hey! Listen! Hey! Ich will nur spielen! Au! Also eben habe ich besser gekämpft. Au! Penner! Elendiger Penner!
Okay, links ausrollen ist auch nicht so eine gute Idee. Alter, jetzt ist mal gut. Du kommst hier nicht dazu, dir einen Lebensstand zu nehmen. Wahrscheinlich, weil ich da noch Anpassungsskill muss oder sowas. Alter. Der erste Versuch sah besser aus. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Gut. Ohne Hut. Dann wollen wir mal. Aufs Neue. Die Deppen hier wieder anpullen. Kleingeld. Was komm? Oder komm du? Ja, piekst mich alle. Schnauze voll. Die Hosen auch. Ach nee. Besser nicht. Hey, du da. Ja, dich meine ich. Du mit der komischen Frisur, die ich nicht sehe. Aber du hast eine komische. Bestimmt. Ja, kommt wieder beide an. Das ist super. So, der eine schon mal weg. Der andere auch. Ist das Königsschwerter-Rüstung oder was? Oder hä? Einfach nur, hä? Na, mal gucken. Aber nächstes bitte. Dann den Deppen da oben wieder, weil es so schön ist. Mit einem Schlag gleich tot. So muss es sein. So. Und wieder rein ins Spektakel. Yay. Gib mir meine Seelen. Gib mir meine Seelen. Okay, nach hinten ist besser. Als nach links, rechts oder überall. Außer ich roll runter. Nein, so nicht. Nee. Das war doof von mir, ich geb's zu. Das war mehr ein Racheschlag als wirklich ein sinnvoller Schlag. Ey! Alter, wie schnell ist der denn? Ich hab schon gerollt, also zumindest gedrückt, bevor er mich angerollt hat, angestürmt, gedöns. Holy moly. Irgendwann muss er doch mal tot gehen hier. Jetzt komm, spring ab hier. Halte nicht so lange daran auf. Die Frage ist, ob die hier auch irgendwann aufhören, hier zu respawnen. Ja, nö. So nicht, Kollegen. Ja, du hast dein Schild weggenommen und ich treffe dich einfach trotzdem nicht. Also er ruht sein Schild aus, um mit dem Schild zu schlagen. Ne? Das Schild ist weit weg vom Körper. Ich piek's ihn. Es macht ihm so viel Schaden, als würde er ein Schild direkt vor der Nase halten. Das muss ich nicht verstehen, ne? Der nächste bitte. Geht doch. Sind doch gar nicht mal so die Problemchen. Okay, der ist wirklich feuerempfindlich und deswegen wird er immer von dem anderen Schwert gesteckert.
Und jetzt droppen sie wieder keine Lebenssteine. Ist mal wieder typisch. Sehen sie, hey Mensch, er will hier einen Bossfight bestreiten. Gibt ihm keine Lebenssteine. Das wäre fatal. Alter! Was hast denn du für eine Reichweite, bitte? Ey, nee! Ey, ehrlich, nee! Also, nee! Einfach nur Doppelnee. Heilige Scheiße. Na gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir da irgendwie zu dem Boss hin und ihn erledigen. Weil es ist ein Boss. Und wie in Dark Souls 1 möchte ich jeden Boss erledigen. Ey, was hat mich denn da getroffen, bitte? Gut, da verstehe ich. Und auch da wieder. Es hat ihm so viel abgezogen, als hätte er sein Schild direkt vor der Nase. Und sein Schild war definitiv nicht vor der Nase. Ach komm. Leck mich, fett. Gibt's doch nicht. Ja, toll, den Höhlensoldatenhelm zum 12. Mal. Alle Lebenssteine? Wäre zu viel verlangt. Wieso ist er jetzt nicht tot? Jetzt aber. Irgendwie habe ich es geschafft, dass der auch tot ist. Wie auch immer. Ich habe nicht wirklich gesehen, dass ich ihn anvisiert habe oder sonstiges. Also, mich nicht stören. Hey, du Penner. Ja, dich meine ich. Na, die kann ich inzwischen. Schnell genug zuhauen. Mit dem linken Schwert zuerst und dann klappt das. Ich will meine Seele, meine Seele, meine Seele. Yay, 86 Schaden. Nein, so war es nicht geplant. Nein, so war es auch nicht geplant. Ja, weich aus. Nein, 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 nein. Und was er auch für eine Reichweite mit seinem Schild einfach nur hat, wenn er mit dem Schild zuschlägt, auch nicht wahr. Ja, ja, natürlich, ja. Gib mir alles, was du hast. Aber davon jede Menge. Nein, 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 nein. Hä? Ja, okay. Das war's mal wieder. Machen wir noch einen Versuch. Einen lausigen Versuch machen wir noch. Und dann, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich an dem Deppen da jetzt vorbeikommen soll. Jetzt aktuell. Außer halt mehr Training, mehr Training, 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 Training. Und die Deppen hier kotzen mich am meisten an. Ja, nur. Einfach mal so ein Sprungangriff. Einfach mal so lässig mit dem Schild blocken. Ganz lässig. Ganz, ganz lässig.
Was haben wir hier? Haben wir hier vielleicht irgendwie was zum Runterfallen oder sowas? Nee. Hätte sein können, dass man da irgendwie noch ein Item bekommt oder sonstiges. Aber nö. Hey, du Penner! Ey. Eben noch gut gemacht, jetzt wieder gar nicht. Oder weniger gut. Hey, du Penner! So. Und du hier nochmal, weil es so schön ist. Pieks. Der ist einfach. Den kann ich. Inzwischen. So, letzter Versuch für heute. Ich will auf jeden Fall meine Seelen. Ein Treffer. Auch ein Treffer für mich, das ist uncool. Das war viel zu früh eigentlich ausgewichen. Das war gar nicht ausgewichen, das ist auch gut. Das ist scheiße. Ja, und das war mal wieder mein Tod, hey! Nun gut, dann mache ich hier klar auf eine Pause, reg mich ab, versuch's bis zum nächsten Mal irgendwie besser drauf zu haben, wahrscheinlich irgendwie nicht, aber nun ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 2, bis dahin viel Spaß und auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, tschüss.